Hallo und herzlich willkommen meine Ladies and Gentlemen zu diesem Review. Heute geht es um die Insta-Kameras. Wir haben hier einmal die Insta IN 9020 Full HD. Das ist eine Outdoor-Kamera, die kann man komplett drehen, schwenken, hoch, runter, links, rechts und Nachtsicht. Und hier haben wir nochmal die Insta IN 8015 Full HD. Das ist eine Indoor-Kamera, auch diese lässt sich komplett drehen und schwenken. Genau, hier hat man bei beiden einmal hier die Möglichkeit, einen LAN-Anschluss anzuschließen und natürlich auch WLAN, IP und so weiter und so fort. Hier ist ein Peer-Wärmesensor mit dabei, Micro-SD-Karte bis zu 128 GB ist hier supported, Mikrofon, Lautsprecher, Montierung, also Halterungen und ist alles quasi mit dabei. Ja, und hier steht sogar nochmal Pan and Tilt, 355 Grad und 90 Grad, ne? Auch hier mit den ganzen Anschlüssen, hier haben wir noch für Alarmausgang und so weiter und so fort, kann man hier alles dran anschließen, wie man möchte. Wir packen erstmal beide Kameras aus, ich fange hier mal mit der kleineren an. Und wir gucken einfach mal, was im Lieferumfang so out of the box mit dabei ist. Hier haben wir so ein kleines Heftchen auf jeden Fall schon mal. Dann haben wir hier des Weiteren ein Netzteil. Dann haben wir hier noch so ein, das ist ja cool, so ein kleines flaches LAN-Kabel. Cat 6, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Auf jeden Fall richtig cool. Dann haben wir noch so eine Halterung. Ja, einfach, man kennt es ja ganz normal, hier so, zack, dann hier von unten so durch und dann die Kamera so festschrauben. Aber ich finde das LAN-Kabel hier so cool mit so einem flachen Dings, Cat 6 LAN-Kabel, habe ich so flach in dieser Form auch noch nicht gesehen. Dann haben wir hier unten noch Schräubchen und Dübel für die Wandmontage und hier natürlich noch die Antenne für WLAN. Ich vermute mal, dass die Antenne für WLAN ist. Es könnte natürlich auch Antenne für die andere Steuerung sein. Ich packe es erstmal so weit aus. Dann haben wir hier noch so ein paar andere Sachen drin. Schaue ich mal ganz kurz. So, hier genau. Das ist halt eben richtig cool, dass hier solche Aufkleber mit dabei sind. Die könnt ihr euch an die Wand einfach draufkleben, da wo ihr die Kamera haben wollt. Guckt, dass es etwa in Waage ist, entweder so oder so, je nachdem wie das montiert werden muss. Ne? Wahrscheinlich dann so rum. Ne? Gut, vielleicht montiert ihr es auch so. Ne? Auf jeden Fall draufkleben, dann habt ihr perfekt zum Vorbohren schon die Abstände. Dann haben wir hier noch so ein anderes Ding. Ja, so, das ist das eine. Dann haben wir hier die Kamera itself. Kommen wir mal raus hier. Schakalaka. So, das ist dann die Kamera. Ja, dann haben wir schon mal den Karton Numero Uno fertig. Das ist das hier quasi alles. Die Kamera, die werde ich dann gleich hier unten, sage ich mal, startbereit machen. Die werde ich hier quasi einfach ins Studio, sag ich mal, stellen, während ich die andere draußen montieren werde. Also schauen wir erstmal quasi Lieferumfang Nummer 1. So, und dann haben wir natürlich hier noch die andere Insta-Kamera. Die ist, wie gesagt, für den Außenbereich gedacht. Schauen wir mal, was hier drin ist. Auch hier haben wir natürlich eine Beschreibung. Hier hinten sind noch so ein paar Aufkleberchen, glaube ich, mit dabei. Dann haben wir hier eine. Oh, ein. Ich glaube, das ist Aluminium. So zum Festmachen, schätze ich mal. Hier haben wir dann noch ein LAN-Kabel. Hier noch so eine Abdeckung. Hier noch mit einem Netzteil. Ich hoffe, das ist lang genug. Werde ich aber gleich dann noch sehen. Dann hier die Kamera. Oh, das riecht gut. Ich kann ja nicht sagen, wonach, aber es riecht gut. Dann haben wir hier die Kamera selbst, wie gesagt, hier mit dem Peer-Sensor. Guckt mal, was das für ein Riesen-Oschi ist hier. Das ist eine riesengroße Kamera. Hinten hier einmal nochmal mit so ein paar Schräubchen dran. Und hier ist auch noch so eine Abdeckung. Ach so, hier, das ist die Abdeckung von der, wo WLAN quasi dann drankommt. Okay. Ja, jupp, jupp. Dann haben wir hier noch ein das ist quasi hier einmal LAN-Kabel und mit Steuerung und für Dings als Verlängerung nochmal. Das ist natürlich auch interessant. Deswegen ist hier nur ein kürzeres LAN-Kabel dabei. Okay. Und auch die mit dem Netzstecker komme ich dann trotzdem hin. Weil ich werde das, denke ich mal, draußen bei mir einfach dran montieren können. Dann schauen wir mal. Hier haben wir noch eine Pinzette und einen Schraubenzieher mit dabei. Die haben ja natürlich echt an alles gedacht. Schraubenzieherchen, Pinzette. Okay. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Montagezeug. Hier noch ein paar Dübelchen. Hier noch ein paar mehr Dübelchen. Aber ich denke mal, die Dübel werde ich nicht brauchen, weil das werde ich bei mir direkt ins Holz reinmachen. Da brauche ich keine Dübel.
So, das war's dann soweit. Das kann dann auch wieder zu. Ja, das dann soweit hier in dem Lieferumfang. Das montieren wir dann draußen und richten es dann auch draußen ein. Das schauen wir uns dann gleich später an. Jetzt gucken wir bei uns erstmal das Ding hier etwas genauer an. Das können wir hier einfach einrichten. Die App wird wahrscheinlich die gleiche sein. Deswegen, wir machen einfach mal das Ganze sehr simpel. Wir drehen hier einmal das hier auf. Wir nehmen uns hier erstmal das WLAN-Antennchen und schrauben das hinten dran. Zack, zack. So, dann haben wir das schon mal hinten dran. Ich habe da unten sogar einen LAN-Anschluss. Dann machen wir es einfach über LAN, hier in dem Fall. So, dann fangen wir bei der Kamera hier einmal mit dem LAN, mit der LAN-Version, sage ich mal, an. Hier habe ich mir das LAN-Kabel extra mal so hochgeholt. Das sollte relativ lang genug sein. Stecke ich als erstes mal den LAN-Anschluss hier rein und dann machen wir hier, geben wir ein bisschen Saft drauf, zack. Und ich richte das jetzt hier mal so in meine Richtung, damit wir gleich schön mich filmen in Full HD. Dann Handy einmal. So, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal hier in der App. Die kleine Kamera hier, die bewegt sich schon, die richtet sich wahrscheinlich gerade schon einmal aus. Ich habe jetzt gerade gefunden, die Kamera-App heißt InstaVision. Hier InstaVision, suchen wir einfach mal danach. Genau, hier haben wir InstaVision. Einmal auf Laden klicken. Müsste hier bei beiden Modellen dieselbe App sein, soweit ich weiß. Genau, hier InstaVision, kostenlose App. Steht doch hier extra mit dabei. Also kann man eigentlich gar nicht falsch machen. Einfach nach InstaVision suchen und dann habt ihr das auch schon. Hier einmal kurz bestätigen. Jetzt lädt er hier die App kurz runter. Die Kamera hat sich jetzt eben schon mal so weit ausgerichtet, würde ich mal sagen, also mit den Bewegungen und, und. So, jetzt lädt hier die App auch schon. Wir haben schon, auch vor allen Dingen, die App hat 346 Bewertungen. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Und auch hier sieht man auch schon ganz schön, wenn man sich die hier mal von vorne anschaut. Wir haben hier links und rechts diese Infrarotdioden noch mit dabei. Wir haben hier hinten noch die zwei Lautsprecher, die man eigentlich schon ganz gut sehen kann. Und vorne auch der Peer-Sensor. Das sollte soweit schon mal ganz gut funktionieren. So, jetzt öffnen wir hier einmal die App. Stopp, da muss ich mich ganz kurz nochmal aus der Regie melden. Ich habe das gerade jetzt, war jetzt gerade im Schnitt und mir ist dann aufgefallen, dass die ganzen Aufnahmen, die ich jetzt hier gemacht habe von der Einrichtung von dieser Kamera, einfach auf dem Handy verschwunden sind. Also mache ich das jetzt hier eben gerade nochmal neu. Ihr müsst euch als erstes natürlich hier die App runterladen namens InstaVision. Steht auch hier auf der Verpackung außen drauf. Da könnt ihr genau lesen, InstaVision, da kriegt ihr auch so ein kleines Symbol angezeigt, wie diese App aussieht. Diese installiert ihr euch und dann, ich mache jetzt hier einfach schon mal ganz kurz den LAN-Anschluss rein und dann stecken wir hier mal das Strömchen auch nochmal rein. Dann geht, also dann richtet die sich jetzt gleich einmal aus, aber in der Zeit kann ich jetzt hier in der App schon mal auf das Plus gehen. Und ihr seht jetzt hier schon InstaGarten neu. Das ist quasi die Außenkamera, die ich euch gleich noch zeigen werde, wie die eingerichtet wird. Aber jetzt fangen wir erstmal mit dieser Kamera hier an. Ihr geht hier oben auf das Plus, dann sagen wir hier neue IP-Kamera. Und dann gehen wir hier auf QR-Scan. Das ist die einfachste Methode. Ihr könnt natürlich auch manuell nach dem Modell suchen. Dann wählt ihr einfach erstmal die Marke, also in dem Fall Insta aus. Und dann hier IN8015 in dem Fall. Ihr seht, die richtet sich jetzt hier ganz kurz aus, also die sucht hier einmal sozusagen die Strecke ab. Ja? Und ich habe jetzt hier schon mal quasi das mit dem QR-Ding aufgemacht und jetzt drehe ich mir die Kamera einfach um. Hier unten haben wir einen QR-Code drauf. Zack, der wird jetzt einmal eingescannt, dann weiß die, und dadurch weiß, wie gesagt, die App, welche Kamera wir denn jetzt hier haben. Das heißt, wir können dann jetzt, wenn hier ausgewählt ist, Modell IN8015 ist jetzt automatisch ausgewählt, können wir auf Weiter klicken, können wir jetzt hier noch einen Namen eingeben. Machen wir jetzt hier einfach mal Insta Studio, nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Dann gehen wir hier auf Weiter und jetzt wird quasi diese IP-Adresse wird jetzt quasi hier gesucht. Können wir einfach, da wir im selben Netzwerk sind, einfach hier draufklicken. Ich weiß das jetzt schon, die Nummer 84, also hier dieses Kubo 84 DDNS3Insta.de, das ist die Außenkamera und dieses Lali 52, das ist jetzt in meinem Fall hier diese Kamera, bei mir aber auch einfach zu erkennen an den IP-Adressen. Die 157 am Ende ist die Kamera, die ich als erstes eingerichtet hatte, das war diese hier. Und die 158 war die, die ich danach eingerichtet hatte. Also die kommt dann später. Also in meinem Fall jetzt hier die mit der 157, die IP-Adresse. Also dieses Lali 52.
Dann gehen wir auf Weiter. Auf Weiter, so. Dann bitte geben Sie den HTTP-Port der Kamera ein. Jetzt geht es hier natürlich um ein Sicherheitsthema. Wir können hier entweder das Ganze über HTTP laufen lassen oder über HTTPS. Das Ganze wäre dann eben verschlüsselt. Ich sage aber ganz ehrlich, ich für meinen Teil verwende hier ausschließlich HTTP, weil es für mich ausreicht. Wenn ihr, sag ich mal, etwas mehr Sicherheit da unbedingt braucht und haben wollt, dann könnt ihr hier immer noch auf HTTPS umsteigen. Dadurch ändert sich der Port von 80 auf 443. Und sie finden den HTTPS-Port in Netzwerkeinstellungen der Kamera und kann man da quasi was einstellen. So, wir lassen aber das hier ganz normal auf HTTP, weil mir reicht das aus. Dann gehen wir hier auf Weiter. Hier nochmal Name der Kamera, Insta-Studio, Kameramodell und. Wir kriegen jetzt hier alles einmal angezeigt. Wir könnten jetzt hier noch manuell einen HTTPS-Port oder einen lokalen Port angeben. Brauchen wir jetzt aber hier in dem Fall nicht. Ich mache jetzt hier einfach mal einen Test über lokale IP-Adresse. Zack, und jetzt könnt ihr mich hier auch dann schon sehen. Test erfolgreich. Hier unten ist ein Bild hier schön mit meinem Cyberman-T-Shirt, was ich letztens bei einem Unboxing aus einem Paketchen geholt habe. Aber wir können jetzt hier einfach einmal auf Sichern klicken. Wenn wir jetzt hier vorne in diese Multi-Ansicht gehen, seht ihr jetzt hier in dem Fall schon zwei Kameras. Einmal sehen wir jetzt hier die Instagarten neu. Da kann ich ja mal ganz kurz reingehen. Ihr seht, das ist jetzt quasi die Kamera, die ich jetzt draußen in meinem Garten angebracht habe, bei meinem Grillplatz. Und dann kann ich jetzt hier auch noch in diese Kamera reingehen und dann sehen wir hier mich aktuell. Ich kann jetzt hier unten auch noch, da gibt es drei Punkte, weil es gibt drei verschiedene Menüvarianten. Einmal gibt es die Variante gar kein Menü, dann gibt es die Variante, dass nur das linke Menü da ist und dass beide Menüvarianten, also links und rechts, da sind. Jetzt könnte ich jetzt hier zum Beispiel noch ein bisschen steuern, ne, könnte ich jetzt hier einfach nach oben die Kamera zum Beispiel bewegen, so dass ich eher hier mich sehen könnte. Ja, so viel schon mal dazu. Ich will jetzt mal ganz kurz eine kleine, also ich meine, man kann ja auch noch die Qualität auch noch einstellen. Also hier mal, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf das Zahnrädchen drauf gehen, können wir jetzt hier zum Beispiel sagen, Auflösung soll anstatt Mittel, soll die doch bitte hoch sein. Die Framerate wollen wir bei 25 Bildern pro Sekunde haben. Bildqualität können wir hier auf 6 stellen. 6 wird wahrscheinlich die beste sein, soweit ich weiß, ne? Ne, warte mal. 1 am besten, hohe Bandbreite, okay, also eher die 1, okay. So, und jetzt könnten wir das Ganze jetzt hier sichern. Dadurch hätten wir jetzt, sage ich mal, eine etwas bessere Qualität von der Kamera. Und jetzt könnte ich jetzt auch hierher gehen, könnte einmal eine Aufnahme, sagen wir hier auf Kamera-SD-Karte. Das zeige ich euch auch noch gleich, weil hier ist eine SD-Karte in der Kamera drin, auf die nehmen wir jetzt gerade auf. Und wir können jetzt einfach mal gucken, wie die Qualität dieser Kamera ist. Also ich zeige euch jetzt hier mal einfach, ich blende euch jetzt dieses Video hier einfach mal ein. Ich mache dann auch mal hier eine kleine Testaufnahme hier mit der Insta IN8015. Und ich sag mal so, von dem, was ich jetzt hier in der App sehen kann, auf dem Vorschaubild, muss ich sagen, so vom Dynamikumfang gefällt mir das eigentlich schon ziemlich gut. Also man hat hier jetzt eher so dieses bläuliche Teil des Studios, hier eher so diesen rötlichen Teil des Studios, so wie ich das ja immer ganz gerne in meinen Videos mache. Auch die Schärfe, finde ich, ist absolut in Ordnung. Und ich zeige euch jetzt mal gerade den Originalton der Kamera. Das ist natürlich jetzt kein Ton, womit ich sagen kann, da kann ich krasse YouTube-Videos mit aufnehmen. Aber nichtsdestotrotz, es handelt sich hier um eine Überwachungskamera und vor allem für die Überwachung ist dieser Ton vollkommen ausreichend, denn er gibt wieder, was quasi in der jeweiligen Szene gehört wurde. Und ich finde, dafür reicht das komplett aus. Da braucht man keinen Ton jetzt hier wie dieses Mikrofon, was ich jetzt hier als Ansteckmikrofon habe. Das ist dafür nicht notwendig. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde generell, ist das ein sehr, sehr, sehr schönes Bild. Klar, wir haben jetzt hier Studioverhältnisse und. Natürlich halt auch eine Menge Licht und so. Aber nichtsdestotrotz, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Bild. Und auch draußen gefällt mir das Bild sehr, sehr, sehr gut. Weil, was ich so bis jetzt gesehen habe, ich habe das jetzt schon mal ein bisschen getestet. Und da muss ich sagen, bin ich absolut zufrieden mit. Und ich bin soweit eigentlich zufrieden damit, würde ich sagen. Und wir können jetzt hier dann einfach weitermachen mit der größeren Kamera, die dann auch für den Outdoor-Bereich gedacht ist. Und viel Spaß. So, hier draußen angekommen, erstmal so ein bisschen vorbereitet hier. Wir haben jetzt hier quasi erstmal hier schöne
Akkuschräuberchen. Dann habe ich mir hier nochmal so ein Verlängerungskabel besorgt, weil so wie es aussieht, möchte ich die Kamera hier montieren. Und ich habe mir überlegt, wenn das Kabel zu kurz sein sollte, weil ich muss quasi einmal hier diese Streben entlang, dann dorthin und dort hinten ist erst die Steckdose. Deswegen hier nochmal ein kleines Verlängerungsstückchen, falls es nicht reichen sollte. Und jetzt geht es natürlich darum, dass ich hier erstmal in die Beschreibung reinschaue, weil wir haben hier eine Kamera, die quasi halbwegs zusammengebaut werden muss. Das heißt, wir müssen erstmal reinschauen. Ich meine, wenn wir so ein paar kleine Bilderchen haben, das reicht ja eigentlich im Grunde genommen schon. Das ist jetzt kein Hexenwerk, aber nichtsdestotrotz sollte man sich das vorher einmal zumindest anschauen. Ich sag mal, wenn ihr jetzt nicht wie ich einen Holzbalken habt, wo ihr das Ganze dran montieren wollt, sondern eben eine Wand zum Beispiel habt, dann habt ihr hier diese Aufkleber dabei. Die klebt ihr einfach an eure Wand dran und dann kriegt ihr im Grunde genommen hier schon schön gezeigt, wo ihr bohren müsst. Und dann bohrt ihr einmal, dann kommen hier einmal diese kleinen Dübelchen rein. Und dann ja, könnt ihr die Platte mit diesen mitgelieferten Schrauben einfach in der Wand festmachen. Wir machen das Ganze jetzt aber ohne Dübelchen, weil wir schrauben das Ganze einfach in den Holzbalken direkt rein. Von daher ist das so gar kein Problem. Ich halte mir jetzt hier die Platte erstmal an, beziehungsweise ich gucke erst nochmal, okay, so muss das Ganze dann hier quasi dran gemacht werden. So, tschakalaka, so ist das dann hier so dran. Guck, dass ich es relativ weit oben dran machen kann. Das heißt, wir haben ungefähr so, müsste es dann hinkommen, sodass wir noch genug Platz haben. Dann haben wir oben noch mal ein bisschen Luft. Ich meine, so ein Holzbalken kann sich ja immer noch mal ein Stückchen bewegen. Deswegen mache ich es einfach so hier dran. Ich mache erstmal unten in der Mitte das eine Ding dran. Dann kann ich es nämlich immer noch justieren, so quasi links-rechts mäßig. Wie gesagt, Dübelchen brauche ich jetzt hier in meinem Fall nicht. Ich brauche hier nur diese drei Schräubchen. Das heißt, ich mache jetzt quasi einfach mal hier unten erstmal das so rein. Drehen wir auch in die richtige Richtung. Yep. So, und jetzt gucke ich erstmal quasi, hier ungefähr müssen wir dran. Das heißt, hier sind wir ungefähr so. Und dann muss ich einmal so hier gucken, dass wir hier quasi den Balken an dieser Stelle anvisieren, sag ich mal. Und dann können wir hier schon mal das Ganze reinschrauben. So, so müssten wir ungefähr richtig sitzen. So, und jetzt ist das auch schon relativ gerade. Also ich denke mal, so ist das Ganze schon in Ordnung. Ich ziehe die jetzt noch nicht ganz fest, weil ich jetzt erst noch die zweite Schraube hier dran mache. Sitzt soweit eigentlich ganz gerade. So, jetzt die hier noch ein bisschen fester machen, wenn ich mal reintreffe. So, sitzt, wackelt und hat Luft. Und jetzt noch Nummer 3. Ich sag mal, eigentlich theoretisch wäre es mit zwei Schrauben auch schon bombenfest. Die dritte ist aber zur Sicherung nochmal ganz gut. Von daher. So, das haben wir bombenfest da reingemacht. So, und dann kann man im Grunde genommen hier schon sehen, wenn ich das jetzt hier schon so dran mache, das hält schon mal so und da dran kommt jetzt im Grunde genommen dann das hier noch so unten dran, ne? So kann man sich das Ganze dann vorstellen. Ich montiere jetzt hier schon mal die Antenne. Wir haben jetzt hier extra für WLAN quasi diese Antenne hier. Dafür einfach diesen Pönöpelchen abmachen, dann das Ganze hier dran schrauben, so. Und ja, jetzt können wir dann gleich gucken, in welche Richtung wir das vielleicht ein bisschen bewegen wollen. Ich denke mal, so ist, sollte es in Ordnung sein, weil ich werde es wahrscheinlich hier mit dem Außen-WLAN verbinden, mit dem Terrassen-WLAN. Übrigens habe ich mir eben mal die Mühe gemacht und habe mal hier hinter diesen Deckel geguckt. Also das sind hier mit vier Schräubchen, kann man den öffnen. Da ist schon von Insta eine 16 GB Speicherkarte drin. Das heißt, ihr müsst euch noch nicht mal die Mühe machen, das Ganze hier aufzumachen, sondern hier ist schon eine 16 GB Speicherkarte drin. Ist eine coole Sache. So, dann. Ja gut, wahrscheinlich ist genau dafür auch hier die Pinzette gewesen, weil das war ein bisschen friemelig da drin mit der SD-Karte. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. Genau, jetzt müssen wir hergehen und schon mal gucken, wie dieses Kabel hier dann quasi gleich ungefähr liegen wird. Es wird wahrscheinlich, ich werde das hier so ein bisschen in diese Richtung hier langlegen und dann hier oben gleich mit ein paar Nägelchen festmachen. Dementsprechend einfach mal hier gucken.
Hier komme ich dann so von der Seite quasi rein und dann ziehe ich das in diese Richtung hier rein. Das heißt, einfach mal hier schon mal so ein bisschen durchstecken, die Käbelchen. So, dann haben wir das schon mal hier auf der Seite. So, und dann wird das wahrscheinlich in diese Richtung hier weggehen. Das heißt, ungefähr so wird das Ganze dann aussehen. Und dann hier werde ich quasi das Kabel einfach so hochlegen und dann hier an der Seite mit ein paar Nägelchen quasi dann gleich befestigen. Ne? Schauen wir mal, dass ich das erstmal hier so hinlege. So ist auf jeden Fall schon mal relativ safe fix. Und dann gucken wir schon mal hier, dass wir hier die Schräubchen so schon mal, also diese Steckerchen schon mal reinpinnen. Einmal so. Na? So. Nochmal die Stecker prüfen, bevor wir es jetzt reinknüppeln. Stecker passen soweit. Okay. Dann tun wir das hier so oben rein. Dann halte ich das hier so fest. Und jetzt schraube ich hier langsam jede einzelne Schraube etwas weiter rein, damit das sich hier festhält. Das ist wie bei diesen alten Lampen von früher, da kennt man das schon. Da ist im Grunde genommen dasselbe System mit diesen alten Glasdingern, die dann oben drüber sitzen, die dann oben einfach mit Schräubchen gehalten werden. Im Grunde genommen genau dasselbe haben wir hier. So, hier haben wir es schon mal fest, hier haben wir es auch fest und zack, hier haben wir es auch fest. So, das sitzt, wackelt und hat Luft, kann sich hier auch schön bewegen. Jetzt können wir hier im Grunde genommen die unterste Schraube hier können wir auch noch festmachen. Dann kann sich das hier auch nicht mehr rausdingsen. So. Zack, das ist fest. Ja? Das ist richtig schön bombenfest jetzt hier auf jeden Fall. Und ja, jetzt brauchen wir im Grunde genommen nur noch hier das Kabel hier anständig verlegen. So, nachdem wir das Kabel dann verlegt haben, man sieht jetzt hier, ich habe es jetzt einmal hier schön hochgelegt und dann geht es quasi hier einmal den Balken entlang da hinten, bis die Kamera dann hier mit Strom versorgt ist. Ich habe jetzt hier hilfsweise auch erst nochmal so ein kleines LAN-Kabel genommen, was ich dann da hinten angeschlossen habe an der Kamera. Und ja, es ist auch schon etwas später mittlerweile, übrigens sorry für die Hell-Dunkel-Stellung der Kamera. Das ist halt, ja, die Lichtverhältnisse sind jetzt gerade nicht die besten zum Filmen. Aber genau, ich zeige euch das ganz kurz. Gehen wir jetzt hier nochmal auf die Multi-Ansicht. Dann kann ich jetzt hier auf Insta-Garten gehen. So, und dann kann ich jetzt hier, man sieht schon live, hier sehe ich mit dem Handy. Jetzt kann ich jetzt hier hergehen und mir hier die Steuerung holen. Jetzt können wir hier noch ein bisschen hoch. Aha, da seht ihr schön hier die Baustelle. Ne? Also das funktioniert soweit schon mal. Ist, denke ich mal, eine relativ gute Kamera, so vom Bild her. Das kann man so schon mal machen. Und ja, jetzt können wir hier noch gucken, dass wir das Ganze dann natürlich mit dem WLAN einstellen. Also das ist jetzt quasi aktuell über LAN-Kabel verbunden. Jetzt gucken wir mal hier in den Einstellungen, wo wir das Ganze dann hier eben entsprechend mit WLAN verbinden können. Die Antenne haben wir hier schon oben drauf. Und jetzt wollen wir halt nur noch gucken, dass wir das Ganze dann damit jetzt verbunden bekommen. So, am PC angekommen. Ich habe jetzt hier einfach nur die IP-Adresse eingegeben. Wir haben es ja eben festgestellt, wir haben quasi die 192, 168, 178, 158 jetzt in unserem Fall für die Außenkamera von Insta. Und die habe ich jetzt einfach nur hier eingegeben. Dann waren vorher nur zwei Fenster, also quasi einmal nur nochmal die Sprache habe ich ausgewählt. Und dann habe ich hier ein neues Kennwort gesetzt. Das habe ich jetzt hier in dem Fall natürlich übersprochen, weil das Kennwort Insta, wie man sich denken kann, ist natürlich kein sicheres Passwort. Dementsprechend habe ich das jetzt hier natürlich auf ein eigenständiges Passwort geändert. Und jetzt können wir hier quasi weiter vorgehen mit den weiteren Einstellungen jetzt hier. Jetzt können wir hier sagen, okay, das ist, soll die IP-Adresse sein. Das ist die Gateway, das, beziehungsweise das ist die Subnetzmaske, das ist die Gateway DNS-Server. Das ist jetzt hier in dem Fall unsere Fritzbox. Port 80 ist alles noch in Ordnung, können wir genauso lassen. Also hier einfach auf Bestätigen klicken. Und jetzt können wir hier quasi das WLAN-Netz auswählen. Das ist jetzt hier der nächste Schritt, mit dem wir jetzt in diesem Fall unsere Kamera verbinden möchten. Jetzt könnten wir einmal hier Shimmer Media HD nehmen oder dieses. Ich gebe jetzt hier ganz kurz das Passwort ein, das zensiere ich für euch natürlich. So, jetzt wurde hier einmal ein Test gemacht. Der Test war soweit okay. Steht jetzt hier Test okay, weiter. Ne? So, und jetzt klicken wir einfach auf Weiter. Jetzt kriegen wir hier noch den Kameraname. Das sagen wir jetzt hier Insta-Garten, ne? Dass wir hier Bescheid wissen. Zeitzone und so weiter. Können wir hier auf Bestätigen klicken.
Installieren Sie App zur Kamera. Wählen Sie. Okay. Ja, wir haben quasi einmal ein iPhone, wo wir das Ganze installiert haben. Ja, eigentlich nur auf iPhone, dann können wir hier auf Weiter klicken. Das können wir hier jetzt quasi nochmal, um das Ganze jetzt hier, sag ich mal, nochmal einzurichten, ist einmal das hier, diese DIN DNS und so weiter und so fort. Genau, hier Portfreigabe für verschiedene Geschichten sind jetzt hier noch. Klicken wir einfach auf Weiter. So, das können wir hier Alarm aktivieren, Alarmvideos auf SD-Karte speichern, das macht auf jeden Fall Sinn. Alarm aktivieren, ja, können wir mal machen. Push-Benachrichtigungen, E-Mail-Versand, Push-Benachrichtigungen an die App senden, ja, das kann man auch schon mal machen. E-Mail-Versand bei Alarm aktivieren, ja, da kriegst du halt ewig viele E-Mails. Ich würde sagen, das reicht so eingerichtet. Dann klicken wir ja mal auf Bestätigen, Wizard beenden, okay. Und dann haben wir das Ganze hiermit auch schon abgeschlossen. Ne? Und jetzt wollen wir nochmal gucken, ob wir jetzt hier nochmal über die Kamera zugreifen können. Ob wir jetzt hier uns das Video vielleicht auch einfach mal abgreifen können. Genau, jetzt riecht er uns jetzt hier das schon kommen. Und speichern wir einmal. Jupp, zulassen. Einmal den Flash Player installieren. Jetzt gehen wir hier rein. Und jetzt müssten wir hier, ja, wir sehen es jetzt hier schön, den Grill können wir jetzt hier ist einmal angesprochen, die Position. Jetzt können wir hier genauso gut auch sagen, komm, gehen wir hier auf Position 2. An der Position 2 ist ja der Grill. Komm, machen wir mal eine Tour. An die Tour ist jetzt hier das hier. Okay, ich dachte bei der Tour. Okay, machen wir mal Position 1. Ach, guck mal, der zoomt sogar hier jetzt automatisch ein bisschen. Das ist natürlich cool. Ja, Position 2. Ah, er zoomt dann sogar. Ah, okay. Aber eigentlich wollte ich die Position so speichern, dass er gar nicht zoomen muss. Also das jetzt hier, ihr seht, das ist ein optischer Zoom. Also ich kann jetzt hier relativ gut zoomen. Jetzt, ne, ist er gerade am scharf stellen. Zack, jetzt hat er es scharf gestellt. Dauert manchmal ein bisschen. Position 3 ist jetzt hier die Treppe gewesen. Position 4 ist hier hinten die Terrasse. Ist jetzt hier rangezoomt, ne? Wohlgemerkt. Also ich kann jetzt hier, wie gesagt, auch noch manuell hergehen und kann jetzt hier wirklich noch rauszoomen. Oh, nee, ich glaube, das ist die Schärfe, die ich jetzt hier gerade einstelle. So kann ich rauszoomen. Genau. So kann ich rauszoomen. Ich habe jetzt gerade an der Schärfe manuell rumgedreht. Das war natürlich ein bisschen doof. Also ihr seht, ich kann jetzt hier wirklich richtig gut rauszoomen. Ich würde mal sagen, das ist auch so ein relativ schöner Bildausschnitt, den man quasi dauerhaft eingestellt lassen könnte. Jetzt gehen wir hier nochmal auf Position 5 zum Beispiel. Das war, glaube ich, hier das Schlafzimmerfenster. Ihr seht, er zoomt jetzt hier auch automatisch auf das Schlafzimmerfenster rein. Position 6. Gucken wir aber hier währenddessen. Stopp. Position 6 ist das Büro von meiner Frau. Und auch hier könnte ich jetzt quasi nochmal rauszoomen. Und das Schöne ist, man hört hier auch wirklich den Ton von der Kamera. Siehst du, und hier auch kann ich dann auch super rauszoomen. Aber was, ich glaube, Position 3 war das gewesen. Das ist so eine relativ gute. Nee, dann war es Position 4. Stopp. Stopp. Nee, nicht 5. Ah, verdammt. 4. Genau, 4 war die gute Position auch von der Terrasse. Das ist dann schön mittig. Und das ist so, glaube ich, relativ gut. Weil jetzt habe ich hier somit dann wirklich alles gut im Blick. Ihr seht, ich habe hier eine Kamera. Ich habe ja oben nochmal zwei, also hier weiter rechts noch zwei Kameras. Ja, ich denke mal, ich werde mir diesen Kameraausschnitt auch hier noch auf meinen Monitor hier oben drauflegen. Dazu habe ich ja auch schon mal ein Tutorial gemacht, wie ich das quasi eingerichtet habe. Ich glaube, das hat man hier gesehen. Hier im Hintergrund, da seht ihr diesen Monitor. Da habe ich mir das eingerichtet. Ist ein bisschen älter, das Tutorial, aber ihr könnt jetzt mal gerne nachgucken nochmal. Einfach hier Smart Home Überwachung Surveillance mit Raspberry Pi und HiCam. Und ja. Ich habe mir jetzt hier schon ein paar Sachen rausgesucht, dass man sich quasi diesen RTSP-Stream hier von der Insta-Kamera abgreifen kann. Das kann ich hier quasi einfach einrichten. Da werde ich jetzt gleich vielleicht nochmal schauen, ob ich das hier über die Web-Oberfläche auch noch gucken kann, wo
ich das Ganze jetzt hier einstellen kann. So, hier mal ganz kurz eine Testaufnahme von der Insta 9020 jetzt hier bei Tag, damit ihr ganz kurz sehen könnt, wie einfach die Qualität dieser Kamera ist. Später habe ich auch noch eine Nachtaufnahme für euch, aber jetzt erstmal hier bei Tag. Ja, man sieht hier, denke ich mal, ich bin hier in meinem Garten. Es ist, denke ich mal, hier beim Grillplatz eine recht gute Kameraposition. Ich habe ja hier noch weitere Kameras, da oben sind noch welche und. Aber ja, die Qualität ist soweit, denke ich mal, ganz gut. Also die Schärfe, da kann man sich absolut nicht drüber aufregen, würde ich mal sagen. Die ist sehr gut. Dann ist natürlich die Tonqualität der Kamera, die hört ihr jetzt gerade aktuell nicht, weil ihr hört dieses Mikrofon hier. Aber ich sag mal so, die Tonqualität reicht absolut aus, wenn man jetzt hier, sage ich mal, das Geschehen belauschen will, was jetzt hier dann während der Videoaufnahmen so passiert. Dafür ist es in Ordnung. Aber ja, hohe Tonqualität kann man von einer Überwachungskamera meistens eben nicht erwarten. Dafür gibt es eben solche Mikrofone, womit ich dann dieses Video hier aufnehmen kann. Und rechts von der Kamera befinden sich jeweils drei Infrarotdioden, die sich nachts natürlich auch zeigen. Das heißt, nachts sieht man diese rot schimmern, sag ich mal. Das kann man jetzt als Vor- oder Nachteil sehen, ja? Als Vorteil zum Beispiel, weil man natürlich diese sechs Infrarotdioden an der Zahl sieht und diese somit natürlich eventuelle Einbrecher abschrecken könnten. Und dann haben wir natürlich den Negativfaktor, ja, man sieht halt eben, da ist eine Überwachungskamera. Ja, das kann jetzt den einen oder anderen stören oder halt eben nicht. Wir haben natürlich noch eine Bewegungserkennung mit dabei, was natürlich eine sehr, sehr, sehr gute Sache ist. Aber jetzt sage ich mal so von der Schärfe her und von dem Weitwinkel her. Wir haben natürlich jetzt hier in dem Fall einen vierfach optischen Zoom. Dieser ist jetzt gerade ganz zurückgefahren. Das heißt, ihr seht gerade den größtmöglichen Bildausschnitt. Wir können aber hier optisch noch viermal reinzoomen. Das heißt, wir können diese Kamera wirklich, also nicht digital, sodass quasi einfach nur die Pixel vergrößert werden, sondern wirklich optisch, quasi ohne Qualitätsverlust das Bild vierfach vergrößern. Das ist eine echt coole Sache, wie ich finde. Das heißt, ihr seht jetzt aktuell mich hier so im Garten stehen. Ich könnte jetzt aber auch wirklich jetzt explizit nur jetzt hier hinten zum Beispiel mir diesen Sitzbereich hier ranzoomen. Oder zum Beispiel könnte ich die Kamera jetzt ja drehen, ne? Die ist ja dreh- und schwenkbar. Könnte jetzt zum Beispiel auf meinen Grill schauen und könnte zum Beispiel gucken, wie weit ist denn mein Steak zum Beispiel, ja? Das ist unter anderem auch einer der Gründe, warum die Kamera genau da hängt. Dann gibt es natürlich noch feste Positionen, die diese Kamera speichern und abfahren kann. Da habe ich jetzt zum Beispiel als Position 1 habe ich meinen Außenherd eingespeichert. Position 2 ist mein Grill hier draußen. Position 3 ist jetzt hier der Treppenbereich. Position 4 ist quasi der Sitzbereich dort hinten. Position 5 ist dann hier das Schlafzimmerfenster. Position 6 ist hier das Fenster von meiner Frau, was ihr aktuell nicht sehen könnt, von ihrem Büro, weil das halt außerhalb des Sichtbereiches jetzt in diesem Fall von dieser Kamera jetzt aktuell ist. Ja. Wie gesagt, man kann das aber auch quasi abfahren lassen. Und das ist eine coole Sache, wie ich finde. Und ja, ich denke mal, von der Qualität der Tagaufnahme konnte ich euch jetzt schon mal ein bisschen überzeugen. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Nachtaufnahme. So, dann will ich da auch mal die Gunst der Stunde nutzen, um hier mal ein kleines Video zu machen bei Nacht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Ich verlinke euch natürlich auch die beiden Kameras unten in der Videobeschreibung zu Deal Heroes. Dort findet ihr immer den aktuell besten Preis. Und ich hoffe auch, euch hat das hier gefallen, wie ich das eingebunden habe, dass ihr quasi einmal seht, okay, man kann es über LAN einbinden, man kann es über WLAN einbinden. Über LAN ist eigentlich relativ easy, einfach reinstecken und dann in der App weiter klicken. Und über WLAN, naja, dann ist es auch am einfachsten, erstmal das Ganze über LAN anzuschließen und dann quasi einfach über diese Web-Oberfläche, die wir sie ja hier haben, zu gehen und dann halt einfach nochmal herzugehen und sagen, okay, das ist das WLAN, das ist das Passwort und dann und so weiter und so fort. Und dann die Position. Habt ihr gesehen. Ja, und dann können wir natürlich hier auch noch Alarmsachen machen. Das heißt, wir können dann hierher gehen und können sagen, okay, wir wollen jetzt hier ein 15-sekündiges Alarmvideo. Das heißt, wenn eine Bewegung stattfindet, dann soll für 15 Sekunden etwas aufgenommen werden. Wir können hier diesen Video-Upload auf FTP senden. Wir können ihn auf die Cloud senden. Wir können ihn auf der SD-Karte speichern. Und, ja, wir können hier verschiedene Sachen einstellen. Da kann ja jeder für sich selbst nochmal schauen, was er gerne haben möchte. Ich werde es vermutlich hier auf meinem FTP-Server dann speichern. Ja,
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, was ihr zum Beispiel an dieser Kamera cool oder nicht so cool findet oder noch weitere Ideen, wo man das noch weiter einbinden könnte, weil ich werde es ja, wie gesagt, auch noch hier auf meinen Monitor binden. Ich werde es auch noch in den I/O-Broker integrieren mit diesem RTSP-Stream. Und damit ich es quasi in der Smart Home Zentrale auch noch drin habe, weil ich das einfach relativ cool finde. Natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, kostet euch kein Geld, gibt mir aber einen großen Support und würde ich mich echt sehr drüber freuen. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal.